Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und zurück zu Darkwood. Und wie ihr jetzt ja schon seht, diesmal auch mit Facecam, denn es war gewollt und gefordert. Und ihr Schweine hasst mich. Und sieht man gerade. Doch, da sieht's Alpha 1.2, also die Version, die ich ja gespielt habe, war ja die Alpha 1.0. Und das heißt, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ich habe jetzt also noch nicht groß irgendwie gespielt. Ich muss mal ausprobieren, ob es funktioniert. Profile One Day One. Ich werde das Ganze nochmal. Kann ich das irgendwie löschen? Nee, werde einfach neu anfangen. Das heißt, das meiste kennt ihr höchstwahrscheinlich schon. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viel davon sich quasi wiederholt und wie viel davon zufallsgeneriert ist. Das werden wir jetzt herausfinden. Replaying Permanent Death machen wir off. Skip Prologue. Könnten wir eigentlich auch machen. Ich glaube, das war der Prolog, den wir am Anfang hatten. Aber ich sag mal trotzdem no. Obwohl. Machen wir yes. Oh, ich glaube, den Prolog hatten wir jetzt geschafft. Wir machen jetzt auf ja. Und dann geht's also los mit dem zweiten Teil von Darkwood. Und ich habe echt Schiss. Es ist übrigens, warte, lass mich kurz gucken. Es ist 2.45 Uhr. Falls, vielleicht seht ihr es. 2.45 Uhr. Am 4. August. Ihr wisst, nach wem ihr suchen müsst, wenn ihr mich nicht wieder hört. Ich freue mich aber sehr, das jetzt weiterspielen zu können, weil das Spiel macht mir schon Spaß, auch wenn ich mir jedes Mal in die Hosen scheiße. So, und jetzt müssen wir wieder ein ganzes Weilchen warten, fällt mir ein. Das dauert wieder ewig. Blöd. Generating World. This may take a few minutes. Und genau, das ist das Problem. Auch die 1.2-Version braucht noch sehr lange zum Laden. Was gibt's sonst zu sagen? Was habe ich gelesen? Genau, also, man soll halt tagsüber Ressourcen sammeln und man kann auch traden und so weiter. Und man ist da irgendwie in einem sowjetischen Wald, aus dem man nicht entkommen kann. Und nachts über soll man sich barrikadieren und hoffen, dass man die Nacht überlebt. Klingt also so ein bisschen nach Don't Starve, und auch Don't Starve ist ja witzigerweise von einem polnischen Entwickler, wie auch jetzt Darkwood. Und ich hoffe einfach mal, dass ich überhaupt eine Nacht überleben werde. Also auch ich persönlich, wie auch der Charakter, den ich spiele. Aber es wird ja öfter mal gespeichert und ich habe mir Permadeath ausgestellt. Ich glaube, gerade für den Anfang ist das ganz praktisch, mal Permadeath auszustellen. Ich werde das auf jeden Fall vielleicht in einer zweiten Staffel, sag ich mal, dann anstellen. Aber dann wird die Staffel auch höchstwahrscheinlich sehr kurz. Wenn zufallsgeneriert, heißt auch, dass man gerade am Anfang einfach mal auf die Fresse kriegen kann. Ansonsten, genau, Tag sieht aus wie Nacht. Es ist selbst tagsüber unglaublich dunkel in diesem Darkwood. Wow, wer hätte das gedacht? Nachts sieht man erstmal gar nichts. Und ja, dann kann man eigentlich bloß hoffen, dass man nachts alles ordentlich verbarrikadieren kann, dass man genug Ressourcen da hat, um es zu barrikadieren, dass man kochen kann, um die Nacht irgendwie zu überstehen. Ich habe da Videos gesehen, bei denen lief mir so schon die Gänsehaut über den Rücken, weil ich nachvollziehen kann, wie panisch man als Spieler denn plötzlich wird, wenn einem sowas vom Gesicht steht. Und ich hoffe einfach mal, dass das bei mir jetzt noch nicht so schnell in Kraft tritt oder aufkommt, weil ich wirklich... Die Leute, die mir schon etwas länger gucken, wissen, ich bin eine olle Pussy. Oh, es speichert, es geht los. Oh, ich werde auch wahrscheinlich nur bis 3 spielen. Weil dann ist auch wieder gut. Ich bin echt müde dann. Und länger als so 10, 15 Minuten halte ich jetzt an solchen Spielen echt selten aus. Wenn ich bis dahin nicht sowieso schon tot bin. Das kann auch gut passieren. Na komm, jetzt safe das schon, jetzt muss es auch langsam losgehen. Ah, okay. So, da sind wir wieder. Rise and Shine. Ist ein Wolfman? Genau, okay. I could feel your stench. Ich glaube, deine Angst, eine Art Angst, from afar. Genau, also du solltest dankbar sein, dass ich im Moment gerade keinen Appetit habe. For Carcasses. Okay. Ich verstehe nur die Hälfte von ihm. Wahrscheinlich sind das irgendwelche krassen, coolen Ausdrücke. Ich fand seine Jacke geil. Die hat hier ein Einschussloch. Die ist offensichtlich nicht seine gewesen.
He hides his face on her hood. I can feel the smell of wet ground and fur. To inform you about something. Ah, genau, okay. Also ich bin hinterhergekommen, um dir über etwas zu erzählen, aber es sieht aber wenn ich dir ins Gesicht schaue, dann scheint es ganz so, als wenn mir jemand zuvorgekommen wäre. Diese Wälder sind voll von kleinen Schätzen, von kleinen Schmuckstücken Schätzen. Wenn du irgendetwas Wertvolles findest, freue ich mich quasi darauf, einen Blick werfen zu können. Und vielleicht kann ich dir auch etwas zum Austausch geben. Mein Versteck ist nah an deinem, im Südosten von hier. Erinnere ich daran, denn was ist das? Because the likes of you always crawl back to me. Okay, was auch immer. Irgendwelche coolen Sprüche. Fällt gerade auf, dass ihr hier die Startungsmeldung hier oben rechts ja gar nicht seht, weil da meine Fresse drüber ist. So, was hat er denn hier? Show Item. Doc Tech. Trade. Was habe ich denn hier? Bucket. Ach so, okay. Eine Axt wäre schon mal geil, aber ich habe natürlich überhaupt nichts. Close Gossip. Wenn du etwas länger leben möchtest. Also er spricht mit Meat an, also mit Fleisch, okay. Solltest du so weise sein und nicht allzu weit von hier entfernt laufen und so weiter. Okay, also nur ein paar von denen, die es in die wirklich tiefen Wälder geschafft haben, sind auch wieder Leben zurückgekommen. Und keiner von ihnen war in der Lage dazu, überhaupt noch darüber zu reden. Okay, das klingt sehr ermutigend. Vielen Dank. So, hier haben wir einen Herd oder einen Ofen. Das, ja, keine Ahnung, was das, naja, ne? Bucket. I can't cook this. Ja, das hätte mich auch ein wenig gewundert. So, dann haben wir hier eine Wooden Door. Lamp switch off. Ne, die kann ruhig anbleiben. Window. Barricade. Was brauche ich denn dazu? You have 0. Ich brauche 3 Bretter und 7 Nägel, um ein Fenster zu verbarrikadieren. Dann ist dieser Raum vielleicht nicht der beste dafür, weil der hat 3 Fenster. Great. Ich habe leider kein Code bekommen. So, laufen nach wie vor. Laufen finde ich sehr, sehr anstrengend, weil so steuert man seinen Blick ja mit der Maus und im Laufen nicht. Da steuert man mit den Pfeiltasten. Finde ich unglaublich anstrengend und nervig. Aber gut, muss man sich dran gewöhnen. Doorway Repair. Wow, what the fuck? Mushroom Remain. Ja, Überreste. Was zum? You move slower. You are poisoned. Ach, schön. What the fuck? Willst du mich verarschen? Wozu war ich diesen scheiß Pilz getreten bin? Ich wusste nicht mal, dass das ein Pilz ist. Sieht auch keiner. To access the journal, press J. Okay. Wenn das jemand lesen möchte, mache er jetzt bitte Pause und lese es alleine, weil das ist mir echt zu anstrengend, das zu lesen. Holy fuck. Ja, wahrscheinlich wird dieses Leben sehr kurz.
denn ich bin schon vergiftet. Und ich habe nichts, um etwas gegen dieses Gift zu tun. Es ist übrigens Tag. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Herr Preußen nimmt langsam ab, aber ich werde danach halb tot sein. Wenn nicht sogar ganz tot. So, hier. Ah, ist eine Art Schuppen. Mit einem Generator. Und einer Leiche. Rack. Rack sind so Stofffetzen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Da habe ich mich letztens auch. Ich kann diesen Generator anmachen. Da könnte ich mich natürlich auch verbarrikadieren. Oh, die Geräusche hier auch, ne? Die sind ja gleich viel besser so. Jetzt bin ich wieder am Leben und... Also, beziehungsweise jetzt bin ich nicht mehr poisoned. Die Geräusche waren wahrscheinlich das Poison, ne? Aber, ja, es hört sich zumindest freundlicher an gerade hier. Was bist du? Könnte ich bestimmt jagen, wenn ich etwas... Ein Hund. Miet. Ja, immerhin. Miet kann ich gar nicht doch gucken. Ich hätte gerne ja überhaupt irgendeine Waffe oder irgendwas. Ein Stock, eine Waffe, irgendwas. Ich sollte vielleicht den Generator ausschalten, solange Tag ist. Und ich nicht im Haus. Sonst ist das Benzin irgendwann alle. Na komm. Wer weiß, wie lange das Benzin hält. Und dieses Spiel scheint nicht gerade sehr, ja, freundlich zu seinen Spielern zu sein. Was zum Fick. Ich weiß nicht, ob ich da ran möchte. Ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, was das ist. Ist hier nicht mal irgendwie ein Stock oder irgendwas, womit man sich wenigstens so ansatzweise verteidigen kann? Hier bin ich wieder im Haus, genau. Ist ein anderes? Nee, ist immer noch das, genau. Gehen wir hier unten weiter. Der Hauptort war im Südosten, ne? Wo ist denn... Das ist schon mal Norden, Südosten wird denn hier sein. Ich versuche mal den Hideout von dem Typen zu finden. Von dem Wolfman. Access the map, press the key. Okay. So. Underground Entrance. Ja, nee, Freunde der Sonne. Ja, cool. Hideout. Das hilft mir jetzt sehr viel weiter. Aber ansonsten ist hier nicht viel. Noch nicht. Findet man sicherlich irgendwann. Oh je. Wow, what the fuck? Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Oh Gott! Ich hab doch nix! Ich kann doch nix! Wow! Nein! Oh Gott! Ich kann nicht mal zuhauen! Und damit bin ich tot. Braucht doch irgendeine Waffe oder sowas. Ja, ich wach dann immer hier wieder auf. Okay, immerhin. Each time you die, you lose your... fuck. Okay, also wahrscheinlich verliere ich alles, was ich in... Meat. Meat. I can't cook this? Warum nicht? Ich brauche irgendwas, womit ich mich wehren kann. Ich kann hier nicht raus, ohne wenigstens
Hier ist eine Wardrobe. Aber hier ist nichts drin. Okay. Ich meine. Hier ist ein bisschen was. Wooden Door. Noch eine Wardrobe. Da ist auch nichts drin. Ich das übersehen habe alles. Lächerlich. Und hier. Wie soll ich denn da rankommen? Also wie, woher soll ich denn wissen, was das ist? Ist halt. Bringt halt gar nichts irgendwie. Das ist so. Kann man das hören? Nee. So. Ich hätte gerne irgendwas, womit ich mich wehren kann. Gegen Hunde und irgendwas. Ist hier irgendwas rum? Nee. Mushroom Remains, ja toll. Ist ein Ast oder sowas, muss ich denn nehmen? Das ist doch scheiße. Generator. Na. Korps habe ich schon durchsucht. Ist ja auch schön, dass man hier auch ohne Tür reinkommt. Mhm. Geil. Ich hätte echt gern gerade was Waffenartiges. Ich habe ja auch nichts zum Craften oder so. Wieder irgendwo ein Hund gehört. Das ist ja nicht so cool. Vor allem wird es sicherlich bald Tag. Bald ist der Tag sicherlich vorbei. Sicher bald Nacht und dann ist ganz vorbei hier. Dann bin ich im Arsch. I need to drink from this well during the night to survive. Warte, dann haben wir doch hier diesen. Oh, was habe ich denn jetzt plötzlich alles? Kommt das alles her? Ach nee, das ist Craft, was schon sagen. So, Craft, was haben wir denn hier sonst so? Molotov. Plank with nails, ja, sowas bräuchte man alles. Das wäre schon ganz geil. So, was habe ich? Meat und Rack. So. Examen. Nee, möchte ich nicht. Build. Das ist ein Brunnen. Und mit diesem Brunnen. Jetzt ein. Ah, okay. Repair Bell. Ah, okay. Sehr nice. Okay. The well is dry at this moment. Was? The water? Level rise at night. Ach so, okay. Ach ja, da muss ich in der Nacht raus. Ja, das ist aber auch schön. Ach so, hier wurde ich ja getötet. Ich vergaß. Na toll. Ja, jetzt kann ich wenigstens in der Nacht rausgehen, um was zu trinken. Mensch. Ich weiß auch gar nicht, wo ich lang. Oh, das hört sich echt schon. Da ist der Dreckshund. Der mich einfach wieder töten kann.
finde nirgendwo etwas. Nein, nein. Was frustriert mich immer? Wie spät haben wir es eigentlich? Wann kann ich wieder aufhören? Es ist schon 3. Ich bin schon drüber. Was frustriert mich immer, wenn ich in solchen Spielen nicht weiterkomme? Ich würde mich ja gerne raustrauen irgendwie. Und wenn ich dann sterbe, sterbe ich halt. Aber, hier laufen halt Köter rum, die mich echt töten können, ohne dass ich was dagegen tun kann. Ich kann ja nicht mal kämpfen. I don't know how to do that. Okay. Ja, ich würde halt gerne irgendwie angreifen können oder so, aber das kann ich nicht. Aim war rechte Maustaste. Wie es mit Fäusten irgendwie zuhauen. Auch das funktioniert nicht. Schade. Wenigstens bin ich jetzt nicht mehr geschwächt vom vergiftet sein. Ja, das ist ja auch schon praktisch. Dass hier nicht mal ein Ast oder sowas rumliegt, ne? Das ist so lächerlich. Was bist du? Boah, eine Bärenfalle, wie gut. Und Streichhölzer, auch gut. Okay. Hat sich jetzt fast schon gelohnt, wenn ich jetzt wieder nach Hause komme. Bitte. Beeilen wir uns mal einfach ein bisschen. Ah, komme ich hier durch? Ja. Okay. Ich würde gerne die Bärenfalle vor meinem Haus aufstellen. War halt nicht zu weit entfernt. Boah, keuch nicht so laut, Junge. Die Map? Rechts von mir, okay. Ja, doch, ich bin auch der Punkt, ne? Bestimmt. Broken Tree. Okay, vielleicht bin ich doch nicht. Aber eigentlich müsste doch nicht. Scheiße, jetzt fängt mir nach Hause. Nein. Oh Gott. New Journal Entry? Wait, what? Journal. Nee, warte. Journal. Wolf. The Well. Okay. Falls es jemand lesen möchte. Day 2. Day 2 ist noch nichts passiert. Okay. Falls es jemand lesen möchte, bitte Pause machen. Und machen wir vorne. Falls es jemand lesen möchte, jetzt bitte Pause machen. Und jetzt. Und jetzt. Dankeschön. So, ich lese mir das irgendwann mal in Ruhe durch. Wahrscheinlich, wenn ich das Video rendere. Battery, oh geil. Was ich hier finde. Junk, ist egal. Und noch mehr Sticks. Perfekt. Ich müsste jetzt bloß noch wieder nach Hause finden. Oh Gott, nein. Ach, dass das nicht wahr ist. Location found. Broken Tractor. Okay, aber dann kann ich mich gucken, wo ist der Broken Tractor? Okay, ich muss schräg oben. Broken Tractor, aber das will ich nur untersuchen hier. Search. Battery. Perfekt. Pallet. Och, geil. Gasoline. Nochmal 10 Pallets. Okay, ich will wieder nach Hause. Müsste dann ja hier oben rechts sein. Irgendwo. Scheiße. Alter, wo ist mein Hideout? Das ist der Baum, oder nicht? Der müsste der Hideout direkt hier rechts sein.
Boah, ich krieg gleich mein... das Kotzen. Aha! Okay, okay, was habe ich jetzt gefunden? Rocks. Rocks. Genau nach Norden. Heiße, es wird Nacht. Ah, fuck, hab dich nicht so. Ja, ich will gerne zurück. Genau das versuche ich gerade, mein Freund. Was ist hier los? Warum finde ich dieses Dreckshaus nicht? Ich meine, ich bin jetzt direkt nach Norden gelaufen, hab die Rocks gefunden. Broken Tractor. Ich müsste gleich bei meinem Haus hier eigentlich ankommen. Oh Gott. Alter. Komm schon. Ich muss hier... ich muss abspeichern. Komm schon, beeil dich. Oh Scheiße, ich werde diese Nacht nicht überleben. So viel dazu. Oh Gott, was war das? Oh Gott, Scheiße. Wenn ich sterbe, dann mache ich aber aus, ne? Es ist schon wieder nach 3. Ich möchte gerne... geht ein Stück nach hier rechts. Wie ich dieses Haus nicht finde, ist das einfach verschwunden oder was? Hab ich das irgendwie übersehen? Journal Entry. The Journal. Was habe ich denn hier jetzt? Was hat er denn hier gejournalt? Notes. Doc Tech. Nee, nix. Skills auch nix. Nix, nix, nix. Ja, ihr habt es natürlich nicht gesehen, was er geentriert hat, weil da meine Fresse gerade eingeblendet ist. Ich muss das mal das nächste Mal woanders hinschieben. Wahrscheinlich mal das nächste Mal nach unten rechts. Das sieht besser aus. Aber das kann ich im Nachhinein dann nicht verschieben, weil ich das mit Action aufnehme. Und Action, da lege ich vorher fest, wo die Kamera hin soll. Ja, Freunde der Nacht, ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Weil ich, mich irgendwie verlaufen habe. Oh mein Gott. In der zweiten Folge, in der ersten Folge nach dem Tutorial... auch Nebel, ich sehe nichts mehr. Die Nacht ist garantiert sehr lang in diesem Spiel. Boah, es ist dunkel. Alter, ich sehe so gut wie gar nichts. Hallo? Ich glaub's nicht, ich hab's gefunden. Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist los? The thirst. I need to drink water. Oh nö. Ich komme aber nicht raus. Was zum Geier? Wow! Ah! Was passiert hier? Oh Gott! Day 3. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Wahrscheinlich bin ich durchgedreht. Das sehe ich jetzt einfach mal so. Als das an. Da draußen war dieser Dreckshund, der kam hier auch rein. Und dadurch... okay. Ich wollte eigentlich erst noch vielleicht die Falle aufbauen. Aber gut, ich hoffe mal, er hat gespeichert. Day 3 sind wir gerade. Und ja, Permadeath wäre ich jetzt schon zweimal tot.
zweimal und ja, deswegen habe ich Permadeath auf wohlweislich ausgestellt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe doch, dass das nächste Mal nicht ganz so lange dauert, bis ich das nächste Mal aufnehme, weil ich muss mich auch echt immer durchringen, weil ich echt einen riesen Adrenalinschub habe. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar, wie was ihr davon haltet von dem Spiel und was ihr noch sehen wollt und so weiter. Und vielleicht habt ihr auch sogar Tipps, vielleicht spielt ihr es ja selber. Auch das wäre cool. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, denn ich hoffe, ihr guckt es abends bei Licht aus und mit Kopfhörern und nur der Leselampe an. Genau, so wie ich das also jetzt gerade gespielt habe, wie ihr ja sehen könnt. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Chris.